Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel in der dritten Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem VfL Osnabrück. 7.322 Zuschauern, darunter 281 Fans des VfL Osnabrücks, haben den 1:0 Heimerfolg des FSV Zwickau gesehen. Torschütze des goldenen Tores war Robert Koch in der 27. Minute. Soweit die Fakten zum Spiel, dann gehen wir direkt über zu den Einschätzungen der beiden Trainer. Und da zunächst das erste Wort der Gästetrainer Joe Enox. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit versucht haben, ins Spiel zu kommen. Es ist uns teilweise gelungen, wobei, muss man ganz ehrlich sagen, dass Zwickau halt die spielbestimmende Mannschaft war. Wir pennen bei einem Freistoß so um die Mittellinie. Und so fällt das Tor. Es war immer wieder schwierig, Zwickau zu verteidigen. Gerade die beiden Stürmer haben halt sehr gut gearbeitet und haben versucht, halt immer die Bälle zu sichern. Und dann sind sie schnell nachgerückt und wir haben mal sehr viele Flanken zugelassen, beziehungsweise sehr viele Strafraumzehen zugelassen. Ich glaube, mit dem 1:0 Pausenführung ist es in Ordnung. Und da war ich gespannt auf meine Mannschaft, die jetzt in dieser Formation noch nie zusammengespielt hatte. Wir haben 6 Spieler ersetzen müssen. Das ist keine Ausrede, sondern es war einfach gespannt, wie wir halt das kompensieren können. Und so wie wir in der zweiten Halbzeit aufgetreten sind. Wir haben einen Riesentor schon zugelassen, wieder eine Flanke aus dem Halbfeld, wo unser Torwart super hält. Aber sonst waren wir halt spielbestimmend, haben nicht nur mit dem Elfmeter, aber mit 2, 3 anderen Chancen halt müssen wir meiner Meinung nach den Ausgleich erzielen. Das ist uns leider nicht gelungen. Ich glaube, wäre eine Riesenchance hier, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ich bin unheimlich stolz auf diese Jungs, die halt vielleicht hinten dran waren in der Saison und trotzdem eine gute Reaktion gezeigt haben. Ich war unheimlich stolz, dass wir 2 A-Jugendliche auf dem Platz stehen lassen haben, die ihre Sache richtig gut gemacht haben. Es zeigt einen Fortschritt, aber ich glaube, dass nach der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten Wochen, wo halt sehr viel darum gegangen ist, was ist das für eine Mannschaft? Ich glaube, die Reaktion der Mannschaft heute war sehr, sehr, sehr gut und sehr positiv und deswegen ärgere ich mich nicht so wie letzte Woche gegen Fortuna Köln. Ich wünsche meinem Trainerkollege alles Gute. Wir haben kurz vor dem Spiel miteinander gesprochen und man hat es gesehen schon im Hinspiel, dass diese Tendenz zu einer stabilen Drittligist da ist und bin sehr stolz auf dich, dass du halt die Mannschaft so weitergeführt hast, wie du es getan hast und dass der Verein halt auch ruhig geblieben ist und ich hoffe, dass wir uns nächste Saison sehen und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dann kommen wir ohne Umschweife zum Statement unseres Trainers zu Thorsten Ziegner. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und ein Hallo in die Runde. Joe hat schon viele Dinge gesagt, die ich ähnlich sehe. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel von heute betrachtet, kann man so ein Stück weit einen Spiegel sehen vom Hinspiel. Ja, als wir in Osnabrück gespielt haben, dort auch in der ersten Halbzeit weniger Torchancen hatten oder Osnabrück uns dort überlegen war und in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich gedrängt haben, viele Torchancen gehabt haben, eben das Tor nicht geschossen haben. Und heute ist es Osnabrück eben so gegangen, wie es uns ging. Auch ich kann nur bestätigen, dass ich extrem stolz bin nach so einer harten Saison, nach so einer langen Saison auf diese Mannschaft, wie sie es eben nochmal geschafft haben, auch aufgrund der Situation. Ja, wir sind im DFB-Pokal ausgeschieden, also im Landespokal ausgeschieden, um uns dafür zu qualifizieren. Die Chancen, den vierten Platz noch zu erreichen, waren vor dem Spiel extrem niedrig, da beide Teams, die vor uns beiden standen, 4 Punkte Vorsprung hatten. Und trotzdem haben sie es geschafft, eben sich heute nochmal so zu verausgaben und nochmal diese Dinge abzurufen, die diese Mannschaft eben stark macht. Und das freut mich natürlich. So haben wir es geschafft, den Zuschauern, die heute ins Stadion gekommen sind. Und da freue ich mich drüber, dass es wirklich so viele waren, 7.000 Zuschauer alleine aus Zwickau. Das ist eine tolle Kulisse und man sieht einfach, wie das es möglich ist, in Zwickau viele Leute eben mit diesem Virus Fußball zu infizieren. Und das freut mich natürlich auch. In den letzten 15 Minuten, und das steht 100% fest, hat man extrem viel Glück. Ja, zum einen dieser verschossene Elfmeter, wo Pommes gut hält, und dann noch diese 2, 3 Möglichkeiten, die Osnabrück im Anschluss noch hatte,
Dort hatten wir das Glück auf unserer Seite, was wir uns die 60 Minuten vorher eben erkämpft, erarbeitet und erlaufen haben. Und deswegen gehen wir natürlich jetzt mit einem guten Gefühl aus diesem letzten Heimspiel raus und freuen uns, nächste Woche bei einer Aufstiegsfeier beiwohnen zu dürfen, indem wir nach Duisburg fahren und dort unser letztes Spiel absolvieren. Und auch da, es wird ein cooles Spiel, wir freuen uns drauf und mal gucken, was dort noch geht. Vielen Dank. Ja, auch dir vielen Dank für deine Worte. Gibt es Fragen von Ihnen an die beiden Trainer? Bitte schön. Also wenn Bastian Schulz nicht auf dem Platz steht, dann ist auch der zweite Schütze. Das war letzte Woche auch klar. Die Situation letzte Woche, ihr habt auch mit allen drei nach Türen gesprochen, letzte Woche, wo sie halt alle drei um den Ball gestanden hatten, war auch klar, dass Ochi schießt für uns. Leider hat er heute nicht reingemacht. Ich habe mir gewünscht, dass er halt der hat so einen Schuss, dass er einfach nicht platziert schießt, sondern halt mit voller Wucht aufs Tor schießt. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Gibt es weitere Fragen? Die ist eine hektische Phase. Da sind auch die Besetzung der beiden Bänke so ein kleines bisschen, haben die sonstige Freundlichkeit so ein bisschen minimiert. Ich habe nicht mitgekriegt, was der Anlass dazu war und auch nicht, warum ihr Betreuer oder welche Funktion auch immer hatte, auf die Tribüne verbringt. Also Thorsten und ich haben nie ein Problem miteinander gehabt. Also das war ganz klar, dass Schiedsrichter hat seine Probleme mit dem fairen Spiel gehabt. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen, dass man auch erwartet hatte, dass man halt eine etwas klarere Linie, man hat gesehen, dass es ein faires Spiel gewesen ist. Ich glaube, die gelbe Karten, die verteilt worden sind, das passiert einfach im Spiel. Und ich habe auch keine Erklärung. Ich habe auch keine Erklärung dazu. Allein diese Aktion hat das Spiel 4,5 Minuten gekostet, das nur 4 Minuten Nachspielzeit gegeben hatte. Ob wir dann halt ein Tor geschossen hätte, weiß ich nicht. Insgesamt haben die Schiedsrichter sowieso schwer. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir nach so einer langen Pause halt ein bisschen mehr Nachspielzeit bekommen. Ja, also von meiner Seite ein ähnliches Statement. Auch von unserer Bank wurde es nie so, dass wir dem Schiedsrichterkollektiv beleidigend gegenüber waren. Aber ich habe es zum Schiedsrichterteam nach dem Spiel gesagt, wenn irgendwann keine Emotionen mehr erlaubt sind, ja, dass man nach einer womöglichen Fehlentscheidung oder nach einem Foul nicht mal hochspringt und mal auch mal seinen Emotionen freien Lauf lassen darf, dann höre ich auf. Ja, und deswegen, es wird immer wieder passieren. Joe, ähnlich wie ich, wir kennen das aus unserer aktiven Zeit, ohne Emotionen wird Fußball nie funktionieren. Und das kann man beibehalten und da kann man einfach ein bisschen sensibler mit so einer Situation umgehen, mit den Jungs sprechen, die da jetzt auf die Tribüne mussten und dementsprechend wäre das erledigt gewesen. Ja, und ansonsten war es wirklich ein faires Spiel von beiden Teams, auch Foul-Situationen, sind die Jungs selbst aufeinander zugegangen, haben sich die Hände gegeben. Alles gut, so sollte Fußball sein. Ja, so sollte Fußball sein. Ich denke, das war das perfekte Schlusswort für heute. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise, Ihnen allen ein schönes restliches Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Tschüss.